So, wir haben die zweite Nacht hier im wunderschönen Park verbracht. Sonnenaufgang auf der einen Seite, Mond auf der anderen Seite und werden jetzt einen kleinen Winterspaziergang machen, währenddessen das Video vom ersten Teil hochlädt, hoffentlich. Im normalen Alltag kommt ein morgendlicher Winterspaziergang selten vor. Hier ist das allerdings sehr angenehm. Gleichzeitig muss ich mal wieder schauen, wo Joanna abgeblieben ist. Sie wollte irgendwie nur kurz weg und es ist schon eine Weile unterwegs. Mal schauen, wo ich sie auffinde. Ein Fuchs und ein Reh oder sowas. So, Tag Nummer 3. Tag Nummer 3 hat begonnen. Wir haben noch ca. 1300 Kilometer bis zu unserem Ziel. Sind bereits 1841 Kilometer gefahren und laut Bordcomputer 8,3 Liter Sprit im Schnitt verbraucht. Was heute unbedingt ansteht, ist einen Platz oder eine Möglichkeit zu finden, Haare zu waschen. Alles andere funktioniert wunderbar so. So, ordnungsgemäße und fachgerechte Müllentsorgung. So, wir haben hier so einen kleinen 5 Liter Plastik-Wasserkanister. Und den nutzen wir, um unseren großen Kanister aufzufüllen. An diesen Wasser- und Lufttankstellen, Stationen, die beheizt sind. So, ich befinde mich jetzt in einer Burger King Toilette, wo ich versuche, meine Haare zu waschen.
So, also gerade eben waren es noch um die 0 Grad und jetzt kann man zuschauen, wie die Temperatur immer weiter fällt. Wir sind jetzt bei minus 8,5 Grad. So ein Grad pro Minute. Ja. Wir beobachten die Temperatur mal weiter. Aber es ist wirklich gerade locker um 8 Grad gefallen. Noch eine coole Brücke. Und wir machen heute Kilometer. Die Sonne geht langsam unter, aber wir werden bestimmt noch ein paar Stunden fahren. Sag, was du da geschafft hast. Das Bettzeug zusammengeschnürt, damit es nicht jedes Mal rausklappt, wenn der Kofferraum aufgeht. Jetzt ist es zugeschnürt. Ja, vorher hat es explodiert jedes Mal. Ja, vorher ist es ein bisschen explodiert, weil wir so komprimiert haben. Ich sehe gerade die Karotten, die liegen nicht so ideal. So, wir haben es geschafft. Wir haben den nördlichen Polarkreis erreicht. Und vor ungefähr 70 Kilometern fing die Temperatur plötzlich an drastisch zu sinken. Von minus 3 auf minus 18 Grad. Der Scheibenfrostschutz, der drin war, war ungefähr bis minus 10 Grad. Und ja, wir haben ein bisschen zu spät nachgeschüttet. Auf jeden Fall ist es jetzt eingefroren. Und die Temperaturen werden sich wohl nicht gleich wieder über Plusgrad bewegen. Ja, wir haben also ein kleines Problem. Hoffentlich aber wird es unter der Maske mit der Hilfe von Motor auftauen. Wir finden eine Lösung. Aktuell ist die Scheibe noch sehr sauber und die Straßen auch. Und wir schauen mal, was die nächsten Kilometer bringen. Da nur ein Teil des Wischwassers eingefroren war, haben wir gehofft, dass es unter der Motorhaube auftaut. Leider ist es bei minus 16 Grad nicht so geworden. Wir mussten eine andere Lösung finden. Uns kam eine Idee. Was, wenn man das Wischwasser absaugt, aufwärmt und wieder reinschüttet? Leider war der einzige Schlauch, den wir hatten, zu dick, um in den Wischwassertank reinzupassen. Ich habe es trotzdem heldenhaft versucht. Wie lange soll das dauern? Ach, ohne Mist. Das ist effizient. Ist das viel noch? Also ich habe 2,5 Liter reingeschüttet und 2 Liter, 2,5 sind bestimmt drin. Das sind 5 Liter Kanister. Das wird nichts. Nach ca. 20 Minuten kam ein Schwede in seinem Fahrzeug und meinte, dass dieser Parkplatz ihm gehöre und wir sollten das Grundstück verlassen. Für uns war es nicht ersichtlich, aber wir wollten auch keinen Streit entfachen. Also packten wir unsere 7 Sachen und verlegten unsere Operation an einen anderen Platz. Im Gegenteil zu dem schwedischen Mann war die Dame an dieser Tankstelle super freundlich und hat uns geholfen, den richtigen Schlauch zu finden. Er hat reingepasst und wir konnten das Scheibenwischwasser endlich absaugen. Nach einer halben Stunde haben wir ungefähr 1,5 Liter Flüssigkeit rausbekommen. Hexensuppe. Ja. Nach dieser Zeit hat es aufgehört zu fließen. Wir hoffen also, dass diese Menge reicht, um das Ganze drinnen aufzuwärmen. Operationsphase 2. Aufkochen. Da in dieser Flüssigkeit viel Alkohol ist, konnten wir sie natürlich nicht auf 100 Grad erhitzen. Bei ungefähr 70 Grad hat sie langsam angefangen zu sieden. Naja, es muss reichen. Wir werden sehen, ob es was bringt. Wenige Minuten nach dem Einfüllen der heißen Flüssigkeit hat es leider immer noch nicht funktioniert. Jedoch haben wir es später nochmal versucht und dann ist tatsächlich alles aufgetaut und die Scheibenwischanlage hat wieder funktioniert, zumindest vorn, was auch am wichtigsten ist. Hinten weiterhin nicht, aber das ist nur ein geringeres Problem. Wir suchen uns jetzt einen gemütlichen Schlafplatz und melden uns morgen wieder. Wenn man unsere Reise als Computerspiel betrachtet, dann ist Teil 4 das letzte Level und der Kampf gegen den Endgegner. Wenn du mehr darüber wissen willst,
Gib uns ein Like und abonniere den Kanal.